So, Maria, ich freue mich schon so auf heute Abend. Ich gehe nämlich ins Lagerhauskino. Und was schauen Sie denn an? Was Französisches. Oh la la. Aber vorher begleite ich Sie noch zur Bank, oder? Das wäre sehr nett. Auch mit meinem Mann. Ah, schön. Oh, Gott sei Dank sind wir jetzt da. Ja. Ja, Frau Hohen, Frau Wirr, Sie haben natürlich jetzt was ganz Schlimmes erlebt heute, aber wir müssen es leider zu Protokoll bringen. Sie müssen sich versuchen, nochmal genau daran zu erinnern, was passiert ist. Es ist ganz wichtig, damit wir ein Fahndungsfoto oder was auch immer erstellen können. Ja? Also, wer möchte denn anfangen? Ich habe ihn aber nicht genau gesehen. Der hat eine schwarze Maske aufgehabt. Mhm. Und dann hat er mich auch niedergeschlagen. Ja, also er war sehr groß. Und der hat so gestunken, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, das war der Wahnsinn. Richtig penetrant. Mhm. Das ist sofort aufgehört. Das vergisst man nicht, gell? Fast wie ein Hühnerstall. Nein, das würde ich jetzt nicht sagen, aber ja. Man kann es gar nicht beschreiben. Ich habe das mal protokolliert. Es bringt jetzt soweit nichts. Ich würde jetzt empfehlen, ich zeige Ihnen mal den Ordner mit den üblichen Verdächtigen und vielleicht können Sie irgendwas daraus erkennen. Herr Sieser, könnten Sie bitte mal den Ordner mit den üblichen Verdächtigen bringen? Selbstverständlich. Mhm. Ich zeige Ihnen jetzt ein paar Fotos mit unseren üblichen Verdächtigen, die in Frage kommen könnten. Und ich bitte Sie, sich jetzt nochmal genau daran zu erinnern. Vielleicht können wir ja daraus einen Tatverdächtigen herausfinden, der eventuell der identisch wäre. Ja, nein. Ja, von den Gesichtszügen, ja, die Breite des Kopfes vielleicht. Der hat ja eine Maske auf. Der schon eher. Sowas. Ja, der könnte schon eher. Mit Wolle irgendwie. Der hat schon so gestunken. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. So penetrant. Also ich glaube, er kommt nicht in Frage. Nein, ist sehr klein. Der ist also klein. Auch nein, klein, nein, ja. Nein. Okay, dann, das bringt jetzt so nichts. Okay. Wir kommen jetzt hier nicht weiter. Wir müssen jetzt anders verfahren. Und Herr Sieser, wir müssen eine Gegenüberstellung organisieren. Es hilft jetzt alles nichts. Bitte verhaften Sie die üblichen, wie immer. Okay, Mama. Mhm. Gut. André Gretz? Ja? Ich bitte Sie mitzukommen. Moment, die werden wir meinen Sohn noch fertig wickeln dürfen. Aber schnell. Selbstverständlich. Ich bitte Sie, sich auch zu beeilen. Windel anziehen. Sonst gießt der Mama lieber Philipp, ja? Jetzt in Ihrem eigenen Interesse bitte ich Sie, mitzukommen und den Auftrag zu machen. Wir nichts anderes üben. Wollen Sie mal jetzt verschwinden müssen? Sind Sie das oder ist das vom Kind? Kretz. Wieder Scheiße gebaut. Hey Nick, gib mir noch einen Klapper. Scheiße, es reicht jetzt langsam. Du kriegst von mir überhaupt nichts. Ah, ja, ist okay, 300. Ist okay. Nächste Woche kriegst du das. Ich hab gerade was im Haufen. Nix ist okay, du regst mich. Hey, du bist ein Scheiße. Der gehört uns. Polizei. Herr Meiner ist in Holz genommen. Sofort mitkommen. Ja, wollen wir auch. Also, hopp, komm, los. Komm. Sind verhaftet. Sofort mitkommen. Aber lass es doch erst noch fertig machen, bitte.
Aber Hopp Hoppmeier. Komm nix da, nichts da raus. Das kann ja keiner mit anschauen. Oh, Scheiße, verdammt, ich schau das. Kann ja keiner mit anschauen. Raus. Das ist ja furchtbar, aber sofort. Und weg. Jetzt ins Auto. Polizei, aufmachen! Wir wissen, dass Sie da sind! Aufmachen! Verdammt, können die jetzt schon Gedanken lesen! Aua! So ein Jenny, Füße still, Freundchen! Du bist verhaftet! So, Freundchen. Die Bullen! Ah, da wären wir, Charlie. Die nehmen wir gleich mit. Glück gehabt, Freunde. Diesmal sind wir wegen was anderem hier. Aber eins sage ich euch, hier stinkt's nach Betrug. Komm raus. Ja. Wieder ein Schild. Schild auf das Kind. Hoch, 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 hoch. Dafür brauchen wir nicht. So ist stehen bleiben. Sonntags kommt die Erinnerung. Und da sind die